Hallo Leute, ich bin Manuel von Willkommen zu einer weiteren Folge von Grimmshow. Ja Leute, heute machen wir etwas und zwar, ich habe endlich Level 15 erreicht. Und das bedeutet, wir können Sachen bauen. Wir können jetzt neue Sachen herstellen. Leider habe ich nur 2 Punkte, also können wir nicht gleich alle Sachen herstellen. Wir können, also neu ist das hier. Das hier. Hier können wir zum Beispiel gleich 2 Punkte reinsetzen. Das Problem ist, das hier brauche ich mehr. Wenn ich Glück habe, habe ich die Schaufel schon und das können wir jetzt schon bauen. Also, dann können wir neue Truhen bauen. Dann das hier. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe diesen Eisen hier. Und wir können das hier bauen. Ich schau mal, wie viel wir Eisen haben. Moment. Also, wie gesagt, ich muss mal nachschauen. Apropos Leute, ich bin jetzt angezogen. Ich habe jetzt deswegen keine Punkte, weil ich diese erste Rüstung habe. Also ich habe die Schaufel. Wir machen heute erstmal ja, den Brunnen herstellen. Also unser Ziel, Brunnen. Ja, wir haben jetzt 2, also 10. 11 haben wir sowieso. Wir brauchen allerdings für beide 18. Holz haben wir genügend. Moment, ich werde das hier auch mal reinmachen, weil wir das nicht mehr für unser Pferdestall benötigen. So, jetzt tue ich mal erstmal das Essen alles rein. Zum Beispiel ein Bier. Das hier. Ihr werdet nicht glauben, aber es war echt schwer, Level 15 zu erreichen. Ich wurde so viele Male umgelitet. Das Problem war, es hat mich kein Infizierter umgebracht, sondern es gibt hier so einen Geist. Der kommt so nachts ran. Den kannst du gar nicht umbringen, weil der mit 2 Schlägen dich umlitet. Und so eine kleine Rüstung, wie ich eben jetzt habe, ist halt keine Rüstung. Das ist einfach erste Anziehsachen, damit ich nicht nackt laufe. Also. Leute, wir bauen heute einen Brunnen. Wir brauchen eine Schaufel, 2 Seile. Oh, jetzt kommen der Wölfe erstmal ran. Wölfe, ich bin gerade beim Bauen. Ich habe keine Zeit für dich, ne? Also, leg dich ruhig tot hin. Also, wir brauchen eine Schaufel. Haben wir. Wir brauchen Holz, Steine, 10 Steine, Holz. Oh, Problem. Wir haben keine Steine. Problem. Keine Steine ist allerdings gar nicht schön. Also müssen wir erstmal Steine kloppen. Aber dafür brauchen wir erstmal, Freunde, etwas und zwar das hier. So, wir müssen jetzt erstmal 10 Steine kloppen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, habe ich hier auf der Base irgendwo Steine, genau. Hier, zum Glück habe ich diese Steine und muss nirgendwo hinlaufen. 3 Steine. Wenn ich Glück habe, haben wir jetzt. Und nochmal 3 Steine. Also, haben wir. Gut. Was noch? Was brauchen wir noch? Seile. Kein Problem.
Hier sind einfach solche kleine Sachen, Seile. Und wir brauchen das, was ich eigentlich genügend haben sollte. Ich sollte das haben. Dann eben machen wir uns das eine. Also, wir müssen uns einen leeren Krug herstellen. Das hier. So, jetzt habe ich einen. So, doch, ich hatte hier, seht ihr? Habe ich doch gewusst. Aber ich musste sowieso essen. So, eine kleine Frage zwischendurch. Wo stellen wir unser Brunnen auf? Ich glaube, ich stelle ihn hier hin einfach. Okay, erstmal den Brunnen. Ja. So, Brunnen hergestellt. Brunnen aufgestellt. So, jetzt können wir gucken, was wir da machen können, ne? Wir wissen ja zwar schon, dass wir da jetzt Wasser holen können, und zwar diese leeren Flaschen, was ich da jetzt liegen habe. Also hier. Nein. Hier, glaube ich, sind sie. Auch nicht. Wo sind die denn? Hier. Diese Flaschen können wir jetzt auffüllen. Also wassermäßiges. Ich habe Kommentar bekommen, das kann keine Kopie sein, denn das ist die gleiche Firma. Ich habe wirklich nicht darauf geachtet, also dass das jetzt auch von dem Kefir ist. Ja, jetzt merkt man das auch an der Schwierigkeitsgrad, Freunde. Also ich muss sagen, es ist einfach nur Lauferei auf der gleichen Stelle. Und das ist ein bisschen nervig. So, wir legen die Sachen mal ab. So. Was können wir noch herstellen? Wir schauen mal, ob wir das hier herstellen können. Ja, schön. Schon können wir das machen. Allerdings muss ich noch Steine holen. Du blöder Sonny, ich bin gerade. Na? Liegst du jetzt brav tot, oder? Musstest du mich verletzen, du blöder Zombie? So, ich muss mal erstmal Steine holen, Freunde. Also, Moment, ich schau mal kurz was nach. Nein, können wir nicht, leider, denn das kostet uns 2 Punkte. Das kostet uns eine, und wir können dann was machen, oder? Alles andere kostet uns 2 Punkte. Das heißt, Freunde, wir müssen leider müssen wir erstmal Level aufsteigen. Das werde ich mal machen. Also wir können jetzt damit anfangen. Wir werden halt jede Folge etwas bauen, sozusagen. Also Punkte holen und so, ne? Okay, wir brauchen Steine. Da wir sowieso Steine brauchen, gehen wir mal dahin. Zumindest habe ich jetzt Wasser. Brauchen wir ziemlich viel Punkte, Freunde. Leider. Und es ist immer noch, also, da ich jetzt weiß, dass es das gleiche Firma ist, also Kefir,
Man merkt schon, dass da die gleiche Schwierigkeitsgrad auch hängt. Ich meine, irgendwie bekommt man jetzt ziemlich wenig Sachen für, wie soll ich das sagen, für den Pferdestall, genauso wie beim Let's Turn. Naja, also man bekommt da ziemlich wenig Sachen. Und wenn dann so spezielle Plätze, so wie im Bunker, hier bestimmt genauso. Also wenn man in Warze zum Beispiel da diese ganzen Sachen auch so bekommt, ohne dass man jetzt unbedingt in die Schule gehen muss, sprich Leute, so Glasscherben bekommt man, wenn man jeden Tag reinkommt. Hier wird sowas nicht gemacht und das finde ich leider schade, dass Kefir sowas überhaupt nicht in Erwägung zieht, Leuten zu helfen, wenn dabei könnte man damit noch mehr Spieler zu sich rufen. Deswegen muss ich sagen, wartet, ja, am besten, also Jung, jetzt ohne Scheiß, am besten gefällt mir wartet. Leck mich. Von diesen dreien Spielen, was ich jetzt zocke, am besten gefällt mir Warzer. Weil, ohne Scheiß, also, ich muss sagen, warum gefällt er mir? Weil der da ziemlich viel, ja, ziemlich viel Sachen gibt, was diese Spiele gar nicht bieten. Zum Beispiel, ja, jeden Tag reinkommen, dann bekommt man irgendeine Waffe. Wobei das uns erleichtert, im Spiel weiterzuspielen. Hier bekommst du nicht nur Waffen, also nicht nur, dass du sie nicht bekommst, sondern die machen hier ziemlich Schwierigkeitsgraderhöhung durch diesen Geist. Wobei du schon ohne diesen Geist Probleme hast genug. Naja, und du ziemlich viel Zeit brauchst, bis du irgendwann mal zu einem Punkt kommst, zum Beispiel jetzt zum Brunnen. Ansonsten bekommt man sowas hier, wie diesen Schrott hier. Ja, das bekommt man immer wieder. Sorry, aber wieso? Hilfe, Werwolf. Verpiss dich, ich bin nicht geheilt, Alter. Muss ich sagen, genauso wie beim letzten Erdfreund, also das ist genauso ein Schwachsinn. Sagen wir so, Freunde, also ehrlich, man merkt, dass die zwei Spieler für sich arbeiten. Das heißt, ja, willst du was, musst du zahlen. Wenn der Lesionär genauso macht wie hier, dass du ziemlich lange Zeit brauchst, bis du überhaupt zu einem Punkt ankommst, wo du überhaupt was machen kannst. Also hier zum Beispiel, das bekommst du jeden Tag, ja, nichts mehr. Und in Warzeit, da bekommst du einfach, ja, mehr verschiedene Sachen. Das finde ich kacke. Das finde ich, diese. Ja, wie man bei uns so sagt, bei den Russen, ja, diesen Kater an die Eier ziehen sozusagen. Also, oh nein, klasse, ich muss gerade kotzen. Na super, du blöder Werwolf. Ich wollte doch Steine holen, ey. Jetzt muss ich irgendwo hingehen, wo gar kein Werwolf ist, also zu uns nach Hause. Und da hat er erstmal sich rauskotzen. Aber das ist gut, weil ich kann jetzt mich voll heilen, eine andere Waffe schnappen und dem Werwolf ein bisschen auf die Eier gehen. Ja, du kotzt dich raus, Alter. Mann, mir wird ganz schön übel. Also man muss schon
Wie soll ich sagen? Also man muss schon realistisch bleiben. Ne? Also Wartet hat sich, ja, sagen wir so, Wartet hat wirklich ziemlich weit geschafft. Weiter als letzte Nacht. Und weiter als dieses Projekt vor allem. Weil man so eigentlich so versucht, die Unterschiede zu finden, da findet man keine. Also außer dass dieses Teil hier, so dass dieses ja, das halt Mittelalter ist, ne? Ansonsten ist man eigentlich immer auf der gleichen Stelle. Also das Geilste war, Freunde, also mal, ich habe wirklich ziemlich lange gebraucht, bis ich halt Level 15 hatte. Also Merkmale fast kaum welche. Also Unterschiede zum Lesson, außer dass das Mittelalter ist und das war es eigentlich. Aber das, hier wird genauso, wie ich bereits sagte, den Cut an die Eier gezogen. Also immer wieder das hin und her rennen, versuchen was zu finden und wenn du nichts findest, dann hast du halt Pech. Ich möchte aber nicht so halbes Leben, ja, daran verbringen, irgendwie weiterzukommen. Also ich spiele letzte Nacht seit längerem und ich stehe immer noch auf die gleiche Stelle. Ja, ich weiß, was ihr jetzt sagt. Ja, geh doch in Alpha-Bunker, dann findest du Coupons und kannst weiterkommen. Ja, aber du verlierst Waffen. Und wieder bekommst du die Waffen nicht zurück. Wie ich bereits erwähnt habe, also Warzett ist da um längsten weiter. Wenn du dort etwas machen musst, ja, zum Beispiel diese Brillenglas finden, dann bekommst du auch Waffen dafür, dass du in diese Schule gehen kannst. Bekommst du das in Lezionet oder hier? Nein. Hier verschwindest du einfach Waffen. Das ja, und zwar jede Menge. Hier verschwendest du jede Menge Waffen, aber bekommst du gar nichts zurück, ne? Genauso wie bereits erwähnten Spiel letzte Nacht. Ich weiß, jetzt kommen die Zuschauer, die letzte Nacht mögen, sagen, ja, was redest du für einen Scheiß, aber ist so. Man muss die Wahrheit ins Gesicht sehen. Ich mag auch letzte Nacht, aber ich sehe auch die Unterschiede. Deswegen, Leute, tut mir leid, aber ich könnte es nicht verleugnen. Dass man in Mann, wo sind die Steine? Ich will eigentlich, ich bin wegen den Steinen hier. Da sind die Steine. Dass man in den anderen Spiel, also in letzt, wartet ziemlich schnell weiterkommt. Also so, jetzt habe ich dich, blöder Wolf. Ja. Yeah. Hab so einen Zahn rausgezogen, Supi. Ja. Wir brauchen auch noch Steine. Ja, Steine sind toll. Okay, ich will jetzt, ja, ich will jetzt nicht so gemein sein. Sagen wir so, am Anfang letztendlich ist man ziemlich schnell unterwegs, ja?
Dann hat man immer wieder die gleiche Map. Und dann muss man am besten du hast einen Chopper. Und zwar so schnell wie möglich, sonst kommst du nicht weiter. Und am besten du steckst das Geld rein. Ich war gestern in allen Spielen drinne. Und in Wahrzeit ist jetzt nur ein Platz da und den möchte ich euch zeigen. Jetzt reg mich, Alter. Der hat aber ziemlich was und zwei Leute. Da das hier, das will ich haben. Damit ich. Leg mich! Ach du Scheißdreck, ey. Okay, Leute. Ich bin jetzt am Ende doch gestorben, leider. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge wird euch gefallen, trotz dass ich jetzt gestorben bin. Auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt versuchen, die Punkte zu holen. Also, diese Punkte meine ich. Damit wir weiterhin Sachen erlernen können und weiterhin bauen können. So, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf haut rein. Ciao.